Das Bild ist entstanden innerhalb einer Serie von ungefähr 4 Arbeiten. Die tragen alle den Titel Dutch Master und haben jeweils einen Untertitel. Dieses heißt Dutch Master Mumie. Wie man sieht, folgt die Figur keiner erkennbaren und vertrauten menschlichen Anatomie, sondern besteht eher aus einer Konstruktion von Linien, Flächen, Farbgesten. Ich bin Peter Staus, ich bin Maler, arbeite in Berlin, habe auch hier studiert. Das Grundmotiv ist natürlich ein holländischer Meister. Also wenn ich mir einen Rembrandt oder einen Vermeer oder Frans Hals anschaue, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe es mit wirklichen Menschen zu tun, die mich als ihresgleichen anschauen. Und man sieht bei diesen Figuren, dass darin zum ersten Mal eigentlich in der Kunstgeschichte auch etwas ganz Prekäres, Menschliches, etwas Fragiles, Vulnerables und das ganze Risiko des Lebens steckt. Das heißt, man hat es zu tun mit grenzenlosem Selbstbewusstsein und gleichzeitig einfach genuin menschlicher Verletzlichkeit. Und ich glaube, das ist diese Spannung, das Wollen, das Nicht-Können, was vielleicht in diesem Bild auch diesen Hut so propellerhaft, windschief verdreht oder die ganze Figur verdreht und letztlich auch diese Palette mit den Zigaretten zum Aschenbecher werden lässt. Also einfach so lange zögern, bis die Palette nicht mehr funktionstauglich ist. Der Malgrund ist eine dünne Furnierplatte, Gabun, das ist ein afrikanisches Plantagenholz. Warum auf Holz malen? Das Holz hat hinter dem Malgrund eine weitere Schicht, vielleicht sogar mit einer anderen Farbe. Und so kann man sie einfach verletzen, man kann hineinschleifen. Und deshalb wird eben der Malgrund zur Verfügungsmasse der Malerei. Und das Bild spielt sich nicht auf dem Malgrund ab, sondern davor und dahinter. Auf dem Bild sieht man natürlich auch zeichnerische Elemente. Ich fange ein Bild sehr oft an mit einer Vorzeichnung, die nicht die ganze Figur beschreibt. Hier oben sieht man auch neben dem Hut noch zeichnerische Elemente, wie der Hut vielleicht mal sein sollte. Und so ist er dann eben nicht geworden. Es gibt ja auch viele Stellen, die durchaus unfertig erscheinen oder die eben nicht ausgeführt sind. Aber für mich war es eigentlich immer schon wichtig, den Zufall als ganz, also das Akzidentielle, als wesentliches Element meiner Arbeit mit einzubeziehen. Und insofern ist einfach das, was von außen kommt, was ich nicht kontrolliere, eben das Zufällige, das Unwirsche, das, was als Rest stehen bleibt, als Spur, für mich immer fast wichtiger gewesen als das, was ich bewusst und akribisch ausgeführt habe. Also insofern ist so eine Stelle, die letztlich unfertig oder zufällig aussieht, viel wichtiger als so ein Pantoffel, der ausgeführt wurde.